Seife? Na, danke, Faye. Das fehlte mir heute noch. Hey, irgendwas, blaues Licht. Wir haben viel mehr Energie verbraucht als erwartet. Hoffentlich reicht. Hier komme ich aber auch nicht weiter. Tja. Irgendein blaues Licht und dann gibt er mir die Membran bei Braucher nicht. Hier, kannst deine. Kannst die Membran. Die brauche ich ja jetzt nicht mehr, weil du hast es so schön blau gemacht, das Licht. Das hilft mir auch nichts. Es fehlt wieder irgendeine ganze kleine Kleinigkeit. Eine klitzekleine Kleinigkeit. Nein, nicht da lang, hier lang. Geh bitte hier ganz nach rechts und nicht immer hinten rum. Da ist nichts mehr. Da kommt auch nirgendwo mehr lang. Da komme ich nicht lang. Da geht's nicht lang. Ich laufe hin und her, da komme ich nicht hoch. Das Blau ist abgestürzt. Und das tut mal blau war. Aggressiv, eklig laut und unruhig. Es gab nur noch eine Tür in das Bibliotheksgebäude. Ich hoffe, sie war verschüttet. Ja. Ach komm, ich will rein. Ich muss ja auch wieder zurückpacken. Ich muss sie verstärken, um die, weil ich habe doch da den Nigel gesehen. Da nach rechts raus kann ich auch nicht mehr. Boah. Der sagt, ich soll mal eine Pause machen. Aber ich kann auch nicht im Schlafpark schlafen. Komm. Finger weg! Wenn du ihn einfach rausziehst, stürzt das System ab. Ja, ja, schon gut. Oh, irgendwas habe ich übersehen. Salvador arbeitet hier schon und... Oh, vielleicht die anderen? Leider funktionieren sie nicht. Es gab nur... Ich... Ach komm, ich will rein. Die Sonde ist zu weit entfernt. Ich kann keine Verbindung herstellen. Delvin hat zu tun und mit Salvador möchte ich nur im absoluten Notfall sprechen. Mein Zeitfunkgerät. Es gehört zur Standardausrüstung eines jeden Funkers. Bitschige Seife. Ein trockenes Stück Seife. Hat Seife eigentlich ein Verfallsdatum? Krieg ich irgendwas? Ein scharfes Messer, das zu jeder Überlebensausrüstung gehört. Ich krieg was aus der...
Schnitzen aus der Seife, eine Pistole. Ich kann meine Ausrüstung auch später noch sauber machen. Ach so, okay. Bestimmt nicht. Mein Paddel. Nee. Was sollte ich damit? Das habe ich selbst gemacht. Soll ich es wieder auseinandernehmen? Hm. Mhm. Ein Schraubenzieher. Ein Kreuzschlitzschraubenzieher. Soll ich den in das Loch da stecken? Besser nicht. Noch angucken. Das war ich. Es gab nur noch eine... Hey, ach komm, ich will. Das wird nichts. Es ist viel zu tief und zu dunkel. Die Batterie ist voll aufgeladen. Multifunktionaler Bohrer. Er besitzt eine Bohr- und Schneidefunktion. Und sein Filter ist austauschbar. Ein Filter? Ich nehme mal den Filter heraus. Er ist blau. Der Blaufilter aus dem Plasma. Oh Gott. Okay. Den braucht der Devil. Devin. Aber eigentlich brauche ich ja beides. Ich brauche ja zwei Blaufilter, damit er aufgemotzt wird. Wenn ich ihm den jetzt gebe, dann habe ich gar keinen mehr. Eigentlich bräuchte ich zwei. Kann dieser Blaufilter die Kondensatormembran ersetzen? Darf ich mal sehen? Das ist etwas, simpel, aber könnte vielleicht klappen. Fantastisch! Es funktioniert wirklich! Hier, ich denke, du kannst die Membran haben. Aber sei vorsichtig damit. Das ist ja nur ein Netz. Ja. Um sie zu benutzen, musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen. Das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab. Ich habe eben im Lager eine Batterie gefunden. Dann hast du alles, was du brauchst. Okay, danke. Rein damit. Jetzt liegt die Batterie im Netz. So, jetzt sollte der Bohrer genügend Power haben. Aha, wirklich jetzt? Scheiße. Zum Glück gab es nicht so viele Sachen zum Kombinieren, dass man dann irgendwann durch Zufall drauf kommt. Aber logisch ist das nicht. Warum sollte Plasmabohrer einen Blaufilter haben? Man müsste irgendwie... Warum sollte man den überhaupt aufmachen wollen? Mal alles durchprobieren. Ist, hat man wohl häufiger bei Point-and-Clicks. Ja, den gib mal ordentlich. Nigel, geh da weg. Ich nahm also den aufgemotzten Bohrer, richtete ihn auf die Blockade, als wollte ich ein zweites Loch bohren, zielte. Und peng. Alles flog in die Luft. Nein, ich bohrte ein zweites Loch. Die Membran war nicht stark genug gewesen. Etwas fehlte noch. Tabasco-Soße. Keine Ahnung. Die Seife natürlich. Die Seife muss noch dazu. Hab ich eine Ahnung. Ach nee. Was will der denn noch? Untersuchen. Ein multifunktionaler Bohrer. Er besitzt eine Bohr- und Schneidefunktion. Und sein Filter ist austauschbar. Von mir stammt auch noch die Membran, um die Durchschlagskraft zu verstärken. Ja, und jetzt kann ich nicht mehr öffnen, oder? Hm, es ist der verstärkte Bohrer. Ein multifunktional. Er besitzt und sein von mir stammt. Komm, da muss noch die Seife dazu. Nein. ich muss das Poti drehen. Hm. Ich habe ein zweites Loch gebohrt. Loch. Es gab nur noch eine Tür. Ich hoffe... Ach komm, ich wäre... Dann gehen wir halt wieder hin und fragen unseren Kollegen. Der ist immer so nett. Du, Power reicht nicht noch. Ich brauche noch ein bisschen mehr Power. Vielleicht muss ich die Lampen noch da nehmen. Hey, Devin. Wie funktioniert die Membran nochmal?
Um sie zu benutzen, musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen. Habe ich gemacht. Das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab. Habe ich gemacht. Guck mal. Ein multifunktionaler Erbesitz und sein Fit von mir stammt. Guck mal, Delvin. Das bringt nichts. Doch, guck mal. Das bringt nichts. Delvin, guck doch mal. Das bringt nichts. Warum funktioniert das Ding denn jetzt nicht? Ich kann es auch nicht mal aufmachen. Das ist einfach nur verstärkt. Ein Multifunktion. Ja, ja, bla 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 bla. Das reicht noch nicht. Mit dem Blaufilter kriege ich da ja auch nicht nochmal rein, oder? Klappt alles? Naja, der Farbmodulator macht mir immer noch Sorgen. Das Licht kippt leicht ins Rötliche. Ich habe Angst, dass mir der Aufbau so in... Oh. Kann ich dir helfen? Ich weiß nicht. Ich muss erst dann eintragen, ein kleiner... Vielleicht machst du das... Aber danke für das An... Vielleicht muss ich die Batterie aufladen? Besser nicht. Zeitkapsel. Ich kann es doch nicht mal aufmachen, das Ding, ne? Ja, noch untersuchen. Ein Multifunk- ja, bla 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 bla, kann man nicht abbrechen. Die Sonde ist zu weit entfernt. Ich kann keine Verbindung herstellen. Vielleicht geht's jetzt mit zwei Löchern. Jeder Strohhalm. Jeder Strohhalm, jeder kleine Strohhalm. Vielleicht geht's jetzt, mein zweites Loch in der Wand ist. Oh, natürlich. Und jetzt mal kletter ich da hoch und runter. Die Sonde ist zu weit entfernt. Ich kann keine Verbindung herstellen. Ja. Die Membran war nicht stark genug gewesen. Etwas fehlte noch. Ich beschloss, die restliche Energie in der Batterie aufzusparen, bis ich wusste, was. Ich werde mir einen Weg durch die Wand bohren. Geh deine verdammte Pause machen. Es gibt die zwei Personen, die mir helfen können, zu eruieren, was da fehlt. Ich kenne das Ding auch nicht mehr. Ein multifunktionaler. Er besitzt ein. Und sein Film von mir stammt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der Schutthaufen. Keine Ahnung wie. Schutthaufen gehört eingeseift. Hab ich ne. Was will das Programm von mir? Ich weiß nicht. Das bringt nichts. Ich kann meine Ausrüstung auch später noch sauber machen. Nein. Auseinandernehmen. Das habe ich selbst gemacht. Vielleicht muss ich das Ding hier irgendwie dran aufladen. Das bringt nichts. Da dran aufladen. Besser nicht. Alter! Ansehen. Aggressiv, eklig laut und unruhig. Warte mal, ihr habt doch gesagt, das Blaue? Das ist doch der Blaufilter. Und er darf nicht ins Rötliche gehen. Weil rötlich wäre, dann würde sie ihm die Tischplatte durchschmoren oder sowas in der Richtung. Kann ich hier irgendwie von dem Rot was? Du kommst auf Ideen. Ansehen? Aggressiv, eklig.
Ja, was anderes kommt da nicht. Es scheint immer noch zu halten. Das Ding hier irgendwie damit... Nein. Vielleicht ein Stückchen rausbrechen von dem Rot? Nein. Flackernder Buchstabe. Okay, der flackert. Das ist auf jeden Fall mal was anderes. Gucken wir uns den flackernden Buchstaben an. Ansehen. Der sieht noch schlimmer aus als der Rest. Ich hoffe, das ist kein böses Zeichen. Rütteln. Oh, ich glaube, er hat sich bewegt. Mann, jetzt lass dich doch nicht von einem einzelnen Buchstaben verunsichern. Dieses rote Glas ist viel zu dick. Die Konstruktion viel zu wackelig. Entweder breche ich mir die Hand oder Salvador kommt nicht mehr zurück. Ach nein, das wäre beides nicht nett. Mal sehen. So, ein kleines rundes Stück Glas und leuchtend rot. Das klappt ja immer besser mit dem Bohrer. Ach, das habe ich jetzt hier rausgeschnitten. Ich muss einfach mal alles ausprobieren. Jetzt nehme ich den Bohrer mit der roten Scherbe. Nun sollte der Bohrer stärker sein als mit dem Blaufilter. Ja, genau, weil der jetzt dann nochmal extra grün, extra verstärkt ist. Weil blau ist ja gefährlich. Rot ist gefährlich. Viel gefährlicher als blau. Normalerweise bei Lasern, je höher die Frequenz, desto energiereicher der Strahl. Drum ist Infrarot auch ungefährlich und ultraviolettes Licht ist gefährlich und kann dir einen Sonnenbrand machen. Also rot ungefährlich, gelb etwas gefährlicher, orange noch gefährlicher, orange etwas mehr, gelb gefährlicher, grün noch gefährlicher, blau noch gefährlicher und violett noch gefährlicher, ultraviolett super gefährlich. Und es ist hier genau andersrum. Anstatt blau machst du rot. Da hat in der Physik nicht aufgepasst. Aber egal, bei dem Bohrer scheint es wohl andersrum zu sein. Du musst du rot machen, damit es besser, schlimmer wird. Probieren wir es nochmal. Diesmal musste es klappen. Ich hatte das Netz mit der Batterie und ich hatte das Filtermodul mit dem roten Glas. Und eine blühende Fantasie. Ich weiß nicht, wo Sie dieses Wissen über Laser herhaben, aber rote Laser sind energieärmer als blaue. Genau, sag ich doch. Wie das Membrannetz von Ihnen funktionieren soll, ist mir ebenso ein Rätsel. Ich habe so viel riskiert, um heute hier zu sein. Und du glaubst, ich würde mir das alles bloß ausdenken? Ja! Bist du wahnsinnig? Wir sitzen in einer Ruine und du schießt Wände ein. Die Tür ist jetzt auf. Warte mal. Wie hast du das gemacht? Ich habe die Energiezufuhr konzentriert und die Farbfrequenz mit einem improvisierten Modulator manipuliert. Interessant. Das ist sogar sehr interessant. Komm mal her. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich will dir nur etwas zeigen. Also komm her. Hey, was soll das? Ich brauche den Bohrer noch. Das ist, damit du da unten das Fundament nicht einreißt. Die Membran kannst du behalten. Und jetzt geh mir aus den Augen. Oh. Nigel? Hallo? Abgrund. Das sind mindestens 15 Meter. Ganz unten kann ich eine Treppe sehen und zwei Schaukästen oder so. Aber du hast ihn doch hier gesehen. Ja, ich glaube, du hast gesponnen. Oh, das ist der Datenkristall. Nehmen. Wenn es denn so einfach wäre. Ich komme nicht dran. Hm.
Das ist Nigels Kristall. Er hat sich beim Sturz in den Stein gebohrt. Gebohrt? Das ist gut, er rutscht dann nicht so schnell ab. Ich bin doch nicht lebensmüde. Bist du nicht? Was ist das für ein Sockel? Drei merkwürdige Sockellehnten an der Wand. Lassen Sie mich raten. Das waren Teleporter. Sie stellten sich auf einen, murmelten was in ihr komisches Funkgerät und schwupps, waren sie auf einem anderen Planeten. Nein, das waren verrostete Regale. Oh, schade. Hier ist ein Knopf. Knopf. Der nichts macht. Ja, noch ein Knopf. Es passiert nichts. Der nichts macht. Und noch ein Knopf. Es passiert nichts. Steckplatz. Was ist das für ein Steckplatz? Ein Steckplatz für eine dieser Signallichter. Was für Signallichter? Ein Steckplatz für eine dieser Signallichter. Ein Signallicht. Das ist eine Signalleuchte. Nimm die Signalleuchte. Ein Steckplatz für eine dieser Signallichter. Mhm. Komme ich von hier dran? Brauchst du nicht laufen. Ein Terminal. Es wird kein Saft. Kein Strom. Dahinter wird die Elektronik sein. Ich bekomme meine Finger nicht in die Rillen. Dann nimm halt den Schraubenzieher. Sag ich auch schon Schraubenzieher. Genau das, was ich brauche. Schraubendreher. Ja, das war leicht. Nicht geschmorter Chip. Tja. Wenn du nicht gerade eine Chipfabrik hast. Kein Wunder, dass das Terminal nicht funktioniert. Der Chip ist durchgeschmort. Ist es natürlich nicht. Ein durchgeschmorter Chip, ein integrierter Schaltkreis. So, kleiner Chip. Du hast tolle Arbeit geleistet. Aber jetzt wird es langsam Zeit zu gehen. Dann hast du verloren. Leb wohl. Was ist das? Ach, die Lampe. Ein Steckplatz. Da fehlt ein neuer Chip. Was ist denn das für einer? Was muss denn das für ein Typ sein? Hast du die Bezeichnung gemerkt? Hast du ihn gleich weggeschmissen? Hast ihn große Namen gegeben und dann weggeschmissen? Und ich komme hier mit dem Paddel dran. Ich könnte das ja dann hier so mit der Schaufel. Warum willst du es unbedingt von da machen? Ja, das Paddel hat genau die richtige Länge. Das war klar, das Nein, war das Rinnsal hat ihn weiter nach unten gespült. Ja. Du bist halt dumm, ne? Kann man nichts machen. Aber ich glaube, es sollte so funktionieren, so passieren. Es passiert nichts. Ein Steckplatz für eine dieser Signallichter. Ach, da auch. Ein Steckplatz für eine dieser Signallichter. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Wahrscheinlich muss ich erst den Chip suchen. Wo soll ich jetzt den Chip herkriegen? Vielleicht kann ich jetzt, weil das ja so sequenziell ist. Oder kann ich das Ding hier auch noch aufmachen? Da ist ein Chip drin. Nee. Mit Messer vielleicht? Keine Ahnung, wie.
Diese Lichter sollen wohl den richtigen Weg weisen. Noch ein Terminal. Jetzt ist es gesehen. Zufällig, wenn ich mit der Maus drücke. Ich muss hier Maus-Sweeping machen. Sweep, sweep. Da ist ein Chip drin. Hier sind ein paar zerbrochene Platinen, ein zerquetschtes Belüftungssystem und ein Chip. Ich nehme ihn mit. Vielleicht funktioniert er noch. Gute Idee. Den kannst du dann gleich mal hier reinpassen. Vielleicht sind die ja kompatibel. Und er funktioniert noch. Haben wir immer noch keinen Strom, oder? So, rein mit dir. Ich vermisse die Tiere und Menschen. Ständig nur diese Maschinen, die sich nicht einmal bedanken, wenn man ihnen hilft. Bedankst du dich bei der Maschine? Danke, Computer. Danke, Drucker, dass du meine Seite ausgedruckt hast. Danke, Computer, dass du meine Tastatureingaben angenommen und ausgegeben hast. Danke, Computer. Machst du doch auch nicht, oder? Intakter Chip. So, mach das Terminal an. Immer noch nein, nicht. Nein, geht immer noch nicht. Ja, mach die Tür, die Klappe zu. Hier verläuft ein Kabel in die unteren Stockwerke. Wahrscheinlich ist der Generator ausgefallen. Ja, ich komme auch nicht nach unten, oder? Ein Rinnsal. Das Rinnsal da rechts, da laufe ich nach links, um mir das anzuschauen. Das ist das Wasser von den Straßen. Hoffentlich halten die Wände, solange ich noch hier unten bin. Ich habe kein Seil, mit dem ich mich abseilen könnte. Das sind mindestens 15 Meter. Ganz unten kann ich eine Treppe sehen und zwei Schaukästen oder so. Ich bräuchte irgendwas zum Abseilen. Der neue Chip sieht viel besser aus als der alte. Kein Strom. Nein, geht immer noch nicht. Hier verläuft ein Kabel in die unteren Stockwerke. Wahrscheinlich ist der Generator ausgefallen. Ach so, dann benutzen wir einmal die Batterie dafür. Geht das? Könnte ich das Ding einfach anklemmen? Weiß nicht. Du könntest ja auch hier rein. Verstehe ich nicht. Ja, ich dachte, ich gebe ihm Strom über die Batterie, wenn der Generator da kaputt ist. Die Sonde ist zu weit entfernt. Ich kann keine Verbindung herstellen. Ja, wo soll sie denn? Jetzt bin ich doch auf der anderen Seite der Wand. Delvin hat zu tun und mit... Die Sonde ist zu weit... Ich kann keine Verbindung herstellen. Das ist echt brutal schwierig, das Spiel. Aber sowas von. Ich brauche irgendwas, wo ich mich abseilen kann. Was hier noch kommt. Eine Ranke. Die kann ich nicht damit abseilen. Die ist da ja schon schön festgemacht am Geländer. Das untere Ende hat sich fest um das Geländer gewickelt. Das ist doch gut. Ich glaube, da habe ich etwas Besseres als meine Hände. Ich mache das besser von weiter oben. Genau. Hoffentlich hält der Schutthaufen mein Gewicht.